Mein Name ist Steffi, ich bin 37 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder und die Berufswelt ändert sich so rasant, da muss man einfach am Ball bleiben und sich weiterbilden. Ich finde, die Angebote sind leider im Moment total unübersichtlich. Es dauert furchtbar lange, bis man was gefunden hat, was wirklich passend ist. Ich habe gehört, es soll ein Angebot namens Miller geben, eine Plattform, auf der alles übersichtlich angeordnet ist und auf der man dann gleich auch Kurse besuchen kann. Es wäre natürlich toll, dass die Kenntnisse, die ich erworben habe, gleich auch auf meinem Profil angezeigt werden und potenzielle Arbeitgeber dann gleich auch sehen können, was ich schon gemacht habe und darauf zurückgreifen können. Ich würde mir wünschen, dass ich mich fortbilden kann, dann, wenn es in meinen Zeitplan passt, zum Beispiel abends, wenn ich auf der Couch sitze und die Kinder schon schlafen. So wie ich bei Netflix einen Film oder eine Serie raussuche, könnte ich mir mit Miller das passende Fortbildungsangebot raussuchen. Es gibt zwar viele Angebote auf Englisch, aber manche fachlichen Begriffe sind dann doch auch für mich zu schwierig. Das wäre super, wenn mir Miller zur Hand gehen würde und dass ich mich beruflich umorientiere. Ich würde mir Miller wirklich wünschen. Mein Name ist Dennis Pötisch. Ich leite hier diese Never Stop Berlin Community Trainingsgeschichte an. Eigentlich arbeite ich selbstständig größtenteils, wo ich ganz anders als hier eher am Schreibtisch sitze. Ja, aber im Moment hebt nur sie. Was mir vielleicht ganz speziell im Unterschied bewusst wird, jedes Mal, wenn ich hier beim Training stehe, zu dem, was ich halt sonst im Alltag tue, ist, hier fragen mich die Leute, hier bin ich sozusagen der Experte für deren gesundes Leben. Und das heißt, ich kann auch viel mehr selber in diese Vorbildrolle reinwachsen. 3, 4, 5, 6. Ich habe auch einen Trainerschein gemacht, aber dieses Training in der Form, in der ich es jetzt gerade anleite, das habe ich nicht gelernt. Also da gab es keine Lizenzen für uns. Ich habe mich natürlich da belesen und habe mir auch YouTube-Tutorials angeguckt oder halt auch mal Webinare angeschaut, aber es ist natürlich nicht vermerkt. Das ist alles in meinem Kopf, aber niemand weiß es, außer die Leute, die direkt hier sind. Mit Miller könnten endlich alle meine Kompetenzen erfasst werden, die ich außerhalb meines beruflichen Alltags mir angeeignet habe. Und das wäre natürlich auch super interessant für potenzielle neue Arbeitgeber zu entdecken, was ich denn sonst noch alles vorhabe. Mein Name ist Frank Roll, bin bei der Firma Bernhard Roll GmbH, ich bin Geschäftsführer der Firma. Mein Name ist Oliver Roll, ich habe 1999 mit meiner Lehre bei meinem Vater im Betrieb begonnen. 2%. Der Berufsfeld hat sich dadurch entwickelt, dass wir quasi aus einem reinen Heizungsbau kamen und nach die Anlagen auch umgestellt worden sind. Da muss man halt auch immer auf dem neuesten Stand der Technik sein, sich damit anfreunden und dann regelmäßig selber schulen. Learning-Ausbildung haben wir zurzeit keine. Das ist unser Problem, dass die Leute lieber studieren, als wenn es in Handwerk reinzugehen. Wenn mein Vater dann in den wohlverdienten Ruhestand geht, werde ich dann die Firma übernehmen. Und wenn es dann eine Plattform geben würde wie Miller, wo man sich dann weiter schulen kann, Fachkräfte suchen kann, wäre das natürlich eine sehr schöne Sache. Gerade durch die Digitalisierung wird natürlich das Berufsleben total umgekrempelt. Früher hast du Schule gemacht, Ausbildung gemacht und dann warst du 40 Jahre lang in einem Betrieb. Das wird in Zukunft anders sein. Und auf dieser Plattform, hoffe ich, sehe ich ja dann auch, was zum Beispiel meine Arbeitgeber in der Region für Fähigkeiten brauchen, wo der nächste Arbeitsplatz der Zukunft wartet, und dann kann ich mich da gezielt darauf hinbilden. Wir wollen gucken, dass dann natürlich nachher auch alles gut verständlich ist, also sprich auch, wir wollen Lernangebote auf Deutsch, weil wir haben auch gesehen, die Hürden sind vor allem, wenn es in englischer Sprache ist, dann sagen die Leute, ich mach's ja erstmal gar nicht, und ich glaube, damit haben wir mit Miller auch einen großen Schritt gemacht. Die Idee ist, dass wir eine staatliche Plattform bauen, die aber nur die Grundlage ist und dass dann jeder da drauf sein Angebot machen kann, also auch der YouTuber kann erklären, so kannst du eine Fremdsprache lernen, richtig. So kannst du programmieren lernen. Ich stelle mir das ja eigentlich vor, so ein bisschen wie Netflix. Genau. Ja? Gehst mit deinem Handy zur nächsten U-Bahn-Station oder wo auch immer
und guckst dann halt keine Filme, sondern machst deine Weiterbildungskurse. Ja. Und dann ist es Netucation statt Netflix. Was ich ja auch so toll finde, ist, dass man da vielleicht Kompetenzpunkte bekommt. Ja, und wenn man genug Kompetenzpunkte gesammelt hat. Dann kriegt man die Sprachreise nach Barcelona. Genau. Oder ja. Also wir wollen Anreize schaffen. Genau. Ja, genau. Ja. Genau. Als ehemalige Unternehmerin ist mir natürlich auch wichtig, dass wir als Arbeitgeber uns auch auf die Plattform einstellen können und dann auch dort, gerade in Bezug auf Fachkräftemangel, ja, dort nochmal genau suchen können, wer hat denn welche Weiterbildung gemacht. Deswegen muss auch Miller schnell geboren werden, weil ich glaube, die Menschen warten auch auf eine Lösung, wie ich in der Digitalisierung mich weiterbilden kann. Tja, dann sind wir uns einig, jetzt müssen wir es nur noch zum Gesetz machen. Genau. Auf geht's.